Und da vorne warten sie schon auf uns. Die Jägerkiller. Ich muss näher ran. Hier hin. Genau. Au, 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 au. Schon voll. Ungünstig. Nein, nein, so nicht. Zack. Durchlaufen. Deckung. Droni. Carabine. Jetzt. Hinter uns. Alles voll, Mensch. Jetzt alles voll mit miesen Typen. Und es kommen noch mehr. Plunder, plunder, plunder. Ach so, und jetzt warten wir, bis die Sekunden abgelaufen sind, damit wir hier noch schön gestaut die Gegner eliminieren können. Ja, da sind sie. Neue Kollegen. Und wie wird ich hier wegmähen? Herrlich. Da kommt noch einer. Nee, das ist unserer, ne? Jetzt bis zur letzten Sekunde warten. Da ist doch was Blaues. Ich brauche das. Schnell. Zurück. Bin ich der Letzte? Bummel. Nee, da kommt noch wer. Hier. Wir haben noch 10 Sekunden. Tschüss. Erstmal die Protokolle checken. Chance auf kritische Treffer. Die mit dem Mülleimer sind neu. Nee, sind alle schlechter. Weg damit. Wobei, ich glaube, ich muss hier einmal rüber. Ne? Nicht, dass ich jetzt alle zerlege oder so. Alle bisher neu aufgehobenen. Den Filter bitte überarbeiten. Filteroption, Kopfschussschaden. Nein, ne? Du bist 8,3 und du bist 8,3. Nee, können wir so lassen. Schade. Viel Glück beim nächsten Mal. Filteroption. Und nun Schaden durch kritische Treffer. Ist da was Potentes dazugekommen? Die Linien sind alle kürzer. Hier ist eine 10,6. Oh, wir können die 10,5 austauschen. Naja, mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Du kannst auf den Müll und die 10,6 kann mitkommen. Aber da müssen wir irgendwas jetzt neu besetzen mit einem Angriffsprotokoll. Erkennen wir das auch gleich? Ich guck mal eben, ne? Was hat jetzt bitte? Ach, benutzen wir aktuell gar nicht. Sonst hauen unsere Werte nicht hin, ne? Ja. So, Dark Winter 50,2, 47,2. Die anderen Protokolle, ja. Was ist das überhaupt? Was gibt's denn da bei Blau, ne? Durchgeführte Reparaturen, Festkleben, Widerstand, Rüstung bei Tötung. Das ist gut. Widerstand gegen Brand. Nee, ich will nur Rüstung bei Tötung behalten. Aber, wobei, die können wir ja auch an mehreren Objekten dann gleichzeitig anbringen. Nee, du kannst mal bleiben. Aber die anderen zerlege ich. Zack, und schon sind wir wieder bei Null. Jetzt laufe ich erstmal rein, damit wir gleich um die Ecke von der Know-How-Bank sind. Und dann öffnen wir als nächstes die Kisten. Vielleicht als allererstes die benannten Objektkisten. Wo sind sie denn? Etwas weiter unten. Ja, da, los geht's. Stark, Quatsch, Rock'n'Roll. Beim ersten Mal, nee, Blutbad. Come on, echt jetzt? Und dafür habe ich so viel Countdown-Währung ausgegeben? Na los, Serienmörder. Die habe ich schon 1 Million Mal bekommen. Okay, dann mache ich jetzt die anderen Kisten auf und dann kommt das ultimative Gespender an der Know-How-Bank. 3, 2, Police! Und jetzt liegt der ganze Kram hier. Wir spenden, was wir schon im Rucksack haben. Know-How, alles Schrott spenden bitte. Dankeschön. Und nun das, nochmal kurz gegenchecken. Nö. Hier die G36 ist ganz cool, aber die hier, da hätten wir schon voll Schaden durch kritische Treffer, aber Talent haut nicht hin. Und die schießt auch ein bisschen langsamer als die Carbine. Die schießt nämlich, also die Carbine schießt mit 790 SPM. Und die G36 hat gerade mal 1.500 mehr Schaden pro Schuss im Durchschnitt. Nee, ist okay. Alles als Schrott plündern. Zack. Ist alles weg. Ebenfalls in die Know-How-Bank. Weg damit. Floppdiwupp. Und dann wären wir hier quasi auch schon durch. Ne? Wie sieht es denn eigentlich mit der Kojotenmaske aus? Können wir da schon einen Expertenlevel raufhauen? Ja, das sollten wir tun. Oh mein Gott, was bringt das dann? Das ist eine gute, berechtigte Frage, Timmy. Mach mal. Boom! Plus 1 Rüstung. Naja, für mich ist das schon echt viel. Nimm mal gleich alles mit. Durchgerollt, klasse.
3% mehr Rüstung, das macht den Unterschied, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber die Carbine sind wir jetzt noch nicht Expertenrang, ne? Zeig mal bitte nach Expertise. Ist nicht mal weit oben, oder? Oder? Naja, wir kommen der Sache näher, ne? Und dann irgendwann auch die Königsmacher, gerade für den Nahkampf, eignet die sich ja hervorragend. Und irgendwann, warte mal, können wir die Police noch fertig machen? Oh, warte mal, wir haben noch eine Police übernatürlich. Die wir nicht mehr eintauschen können, weil wir ja schon Experte sind in Sachen Police. Jetzt verstehe ich. Mach ich mal, ne? Unsere schöne Police. Damit spielen wir auch bald mal wieder. Ich weiß. Ich investiere hier gerade sehr gefächert, ne? Aber das sind schon die Waffen, die wir in Zukunft weiter benutzen werden. Gut. Worauf sparen wir eigentlich? Optimierung war das, ne? Maske, Kojotenmaske. Und hier fehlt uns noch, taktische Einschätzungen. Hyänas. Können wir die nicht zufällig herstellen? Haben wir zufällig genug Titan am Start? Schauen wir mal, ne? Optimierung, taktische Einschätzungen. Da kriegen wir doch so einen ganzen Batzen. Ich bin schon vorbei, ne? Oder ne? Hier und da, das brauchen wir. Können wir herstellen. Wir brauchen gar kein Titan dafür. Und dafür das Druckerfilament. Die Schreibmaschinenbänder. Nicht zum Abspeichern wie in Resident Evil, sondern für das Erstellen von taktischen Einschätzungen. 25 brauchen wir. Hello! Aber jetzt ist Polycarbonat nahezu alle. Das ist ja cool, Mensch. Also das ist eine ganz neue Facette für mich in Division. Und ich finde das echt in Ordnung. Es ist eine schöne Sache, ne? Optimieren bitte. Und damit wäre die Kojotenmaske Godron. Ne, warte mal, stopp. Ach nee, das ist unser Modul. Da müssen wir von der anderen Seite ran. Ja, und nu? Was machen wir jetzt? Was wollen wir jetzt aufwerten? Carbine? Ist auch wichtig. Hier, Lebensenergieschaden können wir schon weiter voranbringen, wenn wir wollen. Ist nichts Verkehrtes, ne? Was weg ist, ist weg. Zack. Weiter, bitte. Und generell Sturmgewehrschaden wieder. SAD-Kalibrierungen und die Dinger. Was waren die Dinger nochmal? Die Fähnchen. Nö. Feldaufklärungsdaten. Erhältlich durch den Abschluss von Kontrollpunkt. Ah, okay, alles klar. Kontrollpunkte, Dark Zone, Wahrzeichen. Ach, wir könnten auch wieder in die Dark Zone. Und wir brauchen nur die Wahrzeichen einnehmen. Wir brauchen die Feldaufklärungsdaten nicht rausbringen. Also rein von der Variation her wäre jetzt sowieso die Dark Zone wieder dran, ne? Warum auch nicht? Machen wir jetzt einfach mal. Es sei denn die Aufnahme ist zu Ende. Bei der nächsten Aufnahme ist das Event am Start. Und das sollte eigentlich der Fall sein. Ne? Wir behalten die Dark Zone im Hinterkopf und widmen uns dann lieber dem Event. Meine Güte. So viele Möglichkeiten. Ja, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge geht jetzt gleich weiter für euch. So schnittmäßig. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend, einen guten Tag und eine gute Nacht. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss. Ja, da war er aber wieder ganz schön durch den Wind der Vergangenheits-Leo. Hier, Dark Zone, nee, doch, Saison-Event. Guck mal, Plunder. Na was denn nur, wir gucken gleich mal nach. Ist das Bekleidungsevent aktiv? Ja, aber das spielt sich ja nahezu passiv, habt ihr mir, glaube ich, mal geschrieben gehabt. Und zwar bekommen wir da so einen Bekleidungsbehälterschlüssel alle paar SAD-Level. Behalten wir im Auge, aber goldene Kugel, das könnte interessant werden. Worum geht es da? Zeig mir mal bitte. Genau, Gegner eliminieren, während sie die goldene Kugel laden. Ja, aber die Grundsachen würde ich ganz gerne mal kurz lernen. Ich habe keine Ahnung, worauf wir uns da einlassen. Du kannst doch hier irgendwo mehr an... Ach, Details, da stand es ja gerade. Geh, ne? Juti, unsere Gegner haben ein neues Kampfsystem mit dem hübschen Namen Goldene Kugel entwickelt. Im Einsatz können sie eine solche goldene Kugel anfertigen, die sodann ihren Angriff für kurze Zeit stärkt. Wenn es ihnen jedoch gelingt, einen dieser Gegner zu besiegen, geht die goldene Kugel in ihren Besitz über. Im Gegensatz zu ihren Feinden können Agents die Wirkzeit der Stärkung durch die goldene Kugel verlängern, indem sie Gegner töten.
Gut, und der Rest ist wie bei den anderen globalen Events. Ich glaube, das wollen wir mal aktivieren mit F. Na dann mal los. Und neue Projekte haben wir hier ja auch noch. Meine Güte, das lässt sich doch bestimmt kombinieren. Und ich glaube, das tägliche Projekt schickt uns wieder rüber nach New York in den Financial District. Das war noch drüben, ne? Ja, Wall Street ist hundertprozentig New York. Cool, einmal bitte rüber. Drei Aktivitäten müssen wir hier erledigen. Im Financial District in New York, The Big Apple. Spielersuche läuft schon und schon sind wir nicht mehr alleine. Ein Schwede ist dazugekommen. Grüezi. Nee, das war was anderes. Ja, und die Kontrollpunkte werden uns dabei helfen, Feldaufklärungsdaten zu erspielen. Oh, wie schön man das alles miteinander kombinieren kann. Da sollte man sich wirklich immer wieder eine Sekunde nehmen, um das optimal miteinander zu mischen. Da ist er schon. Hallöchen, Schwede. Alter Schwede, aber das ist ja fast eine Beleidigung dann, ne? Kommt immer aufs Alter drauf an, ne? Wenn er noch jung ist, dann kann man das ironisch lustig abstempeln. Vorsichtig. Ich werde ganz kurz noch mehr Leute einladen. Mehr Agents für die Open World, bitte. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Da gibt's bestimmt eine Schnellwahltaste für. Kenne ich aber nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Zack, rücke vor. Aua. Au, au. Au, 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 au. Ich will nicht sterben. Noch nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Deckung, Deckung, zieh mich zurück. Ich muss die Aufnahme nochmal beginnen. Und ich habe natürlich kein Medikit. Machst du das? Komm gleich wieder. Meine Güte, ey. Das ist jetzt zu viel für den Anfang. Wirklich. Ich komme gerade aus dem Bett quasi. Es ist 4 Uhr am Morgen. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Aber Kaffee ist schon im System, der muss nur noch wirken. Und dann wird alles gut. Und Division hilft mir ja mit Adrenalin. Er deckt mich, ist das nicht nett von ihm? Hi! Hi! Aber das letzte, was ich gespielt habe, war 476. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder ummodeln. Division-Modus starten! Na los! Ka-ching! Ach ja, stimmt, ja. Schon wieder vergessen, Mensch. Goldene Kugel ist ja aktiv. Ich glaube deswegen, ne? Ich glaube deswegen haben wir hier gerade von vornherein so auf den Sack gekriegt. Rüber bitte. Erwischen wir dich. Wo sind denn hier die Gegner? Zack. Zerlegt. Er hat die goldene Kugel, vorsichtig. Haben wir jetzt die goldene Kugel oder geht das immer nur, wenn er die goldene Kugel auflegt? Ich glaube, so war das, ne? Finden wir schon noch raus. Eins nach dem anderen. Schön auf freie Schnauze. Was ist das? Ich guck gleich nochmal. Wir müssen erstmal kämpfen. Ich brauche noch Dilemma des Verhandlungsführers. Guten Kram. Komm rüber. Jetzt hat er die goldene Kugel. Okay. Ich glaube, das übernimmt man wirklich nur, das goldene Küglein, wenn der Gegner sie gerade auflädt. Sich nähernde Feinde erkannt. Okay. Voller Fokus. Von da, ich sehe sie. Ich sehe sie. Stehen geblieben. Deckung. Zack. Nein, nein. Deckung. Deckung. Sturmis. Übel. Üble Geschichte. Da, goldene Kugel. Ich will sie haben. Ich will sie haben. Ich brauche sie. Au, 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 au. Ein Glück haben wir ein Medikit. Übel. Übel, übel, übel. Ja, von der sollten wir echt nicht getroffen werden. Drücke vor. Jetzt hat er sie wieder. Hatte sie einer hier gerade aufgeladen gehabt? Nehme ich mit. Sortieren wir später aus. Go. Deckung. Nein, ich schill Deckung. Und draufhalten, draufhalten! Jetzt habe ich die goldene Kugel! Das ist cool. Und jetzt machen wir tatsächlich richtig viel Schaden. Oh wow, warte, wie wird. Ey! Ey! Ich zerleg euch alle mehr! Das ist ja fantastisch, Mensch. Ist ja wie Cheaten.
Bring und weg waren sie. Oh mein Gott, das beste Event aller Zeiten. Das ist wirklich der Hammer. Bin ich immer noch goldig? Nee, ne? Nicht mehr. Deckung. Falsche Deckung. Aber nicht so schlimm. Das ist ja cool, ey. Mehr Schaden ist mehr Schaden, ne? Ich bin ein einfacher Mann. Ich brauche so eine grundlegenden Sachen, um mich zu erfreuen. Aber oft sind die auch ganz einfach zu realisieren. Schwede, oder? Nice. Was müssen wir jetzt machen? Das war jetzt auch noch ein Konvoi. Einfach mal oben drauf. Brumm. Und dann haben wir die zerlegt gehabt. ACRMM, okay. Wir durchsuchen später nochmal den Kram. Ne? Das habt ihr mir ja empfohlen. Ich soll beim Plunder mal nachgucken. Da gibt es so viele Godroll-Geschichten. Und selbst wenn wir sie aktuell nicht brauchen, sollte ich sie mal in die Lagerkiste packen. Damit wir später bei einem eventuellen Bildwechsel den Kram schon parat haben. Dann sparen wir uns Optimierungszeit, Kram und so weiter und so fort. So, mit dir soll ich reden? Na gut, ausnahmsweise. Hallöchen. Ach komm, den machen wir gleich fertig. Black Tusk Einsatz. Wir müssen ja auch noch für Goldene Kugel und ich glaube auch für das tägliche Projekt Black Tusk eliminieren. Da war doch noch mehr Plunder, ne? Ist der schon weggespawnt? Nee, da hinten. Minzgrün. War das Dilemma des Verhandlungsführers? Ich sollte mir vielleicht mal das Symbol einprägen. Eclipse. Nee, Plunder. Weg damit. Kontrollpunkt wurde entdeckt. Nee, noch nicht. Wir wollen erstmal zum Kopfgeldeinsatz. Sonst ist er einfach weg. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Kommst du mit? Wo willst du hin? Kopfgeldeinsatz. Kurz salutieren. Für die Moral. Hi. Na dann mal los. Rüber bitte. Kisten nicht vergessen. Alles durchladen. Bis zur letzten Kugel. Denn die kann entscheiden über Leben und Tod. Flup, 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 flup. Ja, Mensch. Also, New York ist schon super. Aber ich glaube, wir werden hier in Division 2 zu Lebzeiten dieses Spiels keine weitere größere Karte mehr bekommen. Wir werden zwar neue Seasons bekommen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche oder falsch erinnere, aber so eine richtig neue Karte werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Vielleicht einen größeren Einsatz oder sowas, wie den Countdown-Modus. Ansonsten können wir nur sehnsuchtsvoll auf Heartland war das, ne? Auf Heartland warten. Den Free-to-Play-Ableger. Aber vielleicht wird das ja richtig cool. So ein richtig, wirklich auch auf noch mehr auf Service-Game ausgelegtes Division, ne? Soll das nicht sogar Free-to-Play werden? Ist ja nicht schlimm, ne? Wenn da Inhalte kommen, bin ich ja bereit, da jeden Monat meine Kohle reinzustecken, ne? Aber auch nur, wenn es sich lohnt. Das werden wir ja dann sehen. Also ausprobieren werden wir es auf jeden Fall. So. Wo sind denn jetzt hier die anderen Gegner? Hier sind ein paar. Nehmen wir doch die. Ich kann da nicht an die Kante ran. Mensch. Flop. Nice. Der da hinten, ne? Ich will die goldene Kugel. Wir alle wollen sie auch mal. Jetzt habe ich sie. Los. Das ist ja fantastisch. Wie lange hält die an? Steht das hier irgendwo? Nicht lange, aber... Achso, wir können die... Stimmt, wir können die Zeit der goldenen Kugel können wir verlängern, wenn wir Gegner killen. Oh, wir brauchen große Gegnermengen. Und dann darauf noch das HB-Bild. Was für ein tolles Event. Das wird ja immer besser. Muni, weiß ich gerade nicht. Schauen wir mal. Pass da auf, ich... Bedien mich mal. Vielen Dank dafür. Okay. Kann ich da in Deckung gehen? Na klar. Ist jetzt nicht die optimale Schussposition. Ein Stückchen näher können wir schon noch. Und wir fangen an mit einer Explosion. Fusion. Er ist hier. Ein Stackfiller. Wie am Buche steht. Aber das ist nicht unser Ziel. Kann ich da eine Kette erwischen? Komm schon. Die Sekunde ausnutzen. Und bei halb vollem Stack
zur Carabine wechseln. Ach komm. Ach komm, Mann, schon wieder Eclipse, ne? Freu dich, Plunder. Checken wir später. Plunder? Ne, das sind Ressourcen. Danke sehr. Wollen wir mittig positionieren? Hallöchen! Carabine! Zack! Zerlegt! Da hinten ist er. Aha, er hat die goldene Kugel. Ich will sie haben. Ich folge dir mal. Du kennst dich bestimmt aus. Du hast Level 3000. Flop. Droni, bitte. Oh oh, oh oh. Draufhalten. Der darf nicht nochmal schießen. Da ist doch was, was explodieren kann. Auf die Arme schießen. Auf die Arme! Hier hoch, gleich wieder in Deckung gehen. Und da hinten ist das Ziel. Ich gehe hier lang. Rolle vorwärts. Und boom, Schakalaka. Füße, ich sehe sie doch. Wir treiben dich da raus. Wenn es sein muss. Ja, genau. Zeig uns noch mehr deinen Rücken. Nummer 5 eliminieren. Oh, der heilt sich. Der hat hier eine Heilungskiste. Die sollte ich mal zerlegen. Das bringt leider keinen Stack. Flop, 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 Füße. Und jetzt kannst du dich nicht mehr heilen. Aber er hat gleich die goldene Kugel. Oh, oh, oh. Jetzt bloß sich treffen lassen. Hier ist sonst keiner mehr, ne? Wir nehmen ihn in die Zange. Los. Umdrehen. Nochmal vorrücken. Nice. Da kommt noch einer. Ach, das sind mehrere Ziele tatsächlich. Da kommt das nächste. Empfehlen, natürlich. Habe ich gemacht. Bestes Timing dafür. Also Division weiß immer, wann man sowas fragen kann. Ich zieh mal das Schild. Ich weiß jetzt nicht, ob ich frei stehe oder nicht. Los, den Stack füllen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, vergiss es. Ja. Carabine. Zerleg es. Das Monster. Was? So, Plunder. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Das wäre es soweit, ne? Kopfgeldeinsatz gelöst. Hier ist noch mehr Plunder. Wo willst du hin? Hast du noch hier Plunder gehabt? Ich denke, wir können abdackeln. Wir können uns einem Kontrollpunkt widmen. Oder sind wir hier schon fertig? Ja, da sind wir schon fertig. Wir brauchen trotzdem einen, damit wir die füttern können. Diesen hier. Wir nehmen diesen hier, aber wir beamen uns hier rüber, damit wir uns nicht aus dem Safehouse rausschlängeln müssen. Also ich meinte diesen Schnellreisepunkt. Kommt dann daher. Ja, bestimmt gleich. Und da ist auch noch diese riesige Killerdrohne. Vor der sollten wir uns wirklich in Acht nehmen. Die zerlegt uns sonst. Die ist jetzt nicht missionsgebunden. Die skaliert mit unserem globalen Schwierigkeitsgrad. Und hier draußen auf Heroisch könnte das echt übel werden. Wo ist er denn hin unterwegs? Ach, guck mal, ist er direkt zu uns gekommen. Finde ich gut. Wo ist er genau? Also die Karte hat ihn gerade angezeigt. Nicht, dass es da irgendwelche spieltechnischen oder Verbindungsprobleme gibt. Oh Gott, da ist sie! Da ist sie! Wollen wir die auch zerlegen? Kriegen wir das hin? Er will sie zerlegen, ne? Okay. Oh, guck mal, haben wir noch nicht. Mitgenommen. Tasche. Noch eine Tasche. Aber der Rest
Ich glaube, er will sie wirklich zerlegen, ne? Was habe ich denn hier gerade markiert? Ist alles richtig, ne? Ja, ist alles richtig, aber wir laufen in die falsche Richtung. Ist egal, komm, hier lang. Schnurstracks der orangenen Linie folgen zum Kontrollpunkt. Lassen wir die Drohne Drohne sein. Wir werden unsere Chance schon noch bekommen. Kommt da? Ja, sehr cool. Sowas werde ich auch später machen. Wenn ich mehr oder weniger für eine gewisse Zeit mit unserem Bild zufrieden bin, möchte ich mich auch hier als Beschützer revanchieren quasi. Was zurückgeben. Danke, danke. Kommt sie wieder? Ist sie hier? Da ist sie! Schieß! Oh Gott! Komm her, du Ratte! Ich brauche was mit Distanz. Carabine! Zerlegen wir sie. So eine Chance bekommen wir nie wieder. Bleib hier. Bleib hier. Boom. Und jetzt kommen ja auch noch Gegner dazu. Das wird ja immer besser. Meine Güte, ey. Hör auf mit Raketen zu schießen. Genau, und jetzt mit der goldenen Kugel Munition. Da ist irgendwas. Da ist was. Gib mir die goldene Kugel. Katsching. Und ich baller jetzt auf die verfluchte Drohne. Ja! Das ist ja so gut, ey. Was für ein cooles Event. Sauber, sauber. Oh Gott. Oh Gott, vorsichtig. Krass, krass, krass. Draufhalten. Das zählt leider nicht für den Stack, wenn ich ihn gegen seinen Standkasten da ballere. Schade. Okay. Zusätzliche Feindkontakte. Ja. Die kommen bestimmt gleich. Aber ist nicht mehr so wild. Die Drohne haben wir vom Himmel geholt. Ich brauche irgendwas mit Distanz in solchen Situationen. Füllt ja den Stack auch gut. Oh, ich habe die goldene Kugel. Ach, da unten läuft die Zeit. Ich sehe sie als Symbol. Ich muss töten. Töten. Schande, jetzt ist wieder durch, ne? Ja, da kommt die nächste goldene Kugel. Zerlegt ihn! Flop! Habe ich jetzt nicht gekriegt, ne? So muss ich warten, bis der Gegner die goldene Kugel hat. Oder ist es wirklich die Ladesequenz, in der wir den Gegner erwischen müssen, um alles zu klauen. Das war jetzt wieder Ladesequenz und wir haben nicht die goldene Kugel bekommen. Jetzt bitte. Celebration Hotel. Wir kriegen ja gleich Unterstützung. Rücke vor. Ich bleib hier. Bitte heute ohne GEMA-geschützte Musik. Die kommt ganz gerne mal hier. Aua, aua, aua. Ah! Ja, genau, genau. Blutig? Nee. Da kommt eine goldene Kugel. Flop, komm schon. Nein. Rücke vor. Ja, dreh mich im Kreis. Sehr gut, automatisches Laufen. 1A Arbeit. Rein, rein, Schild und ballern. Flop. Aus nächster Nähe. Oh, der ist sehr aktiv, ey. Das finde ich sehr gut. Sehr beeindruckend. Aber das steigert auch meinen Übermut. Ich habe die goldene Kugel. Jetzt, jetzt, jetzt. Na, wo ist denn hier noch einer? Driller. Wir schießen auch schneller, kann das sein? Jetzt noch flinke Finger. Das wäre ein Traum. Meine Güte, ey. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Gut. Wir positionieren uns. Mit Distanzwaffen. Kommen sie von da? Das ist unser Trupp. Von da kommen sie schnell. Schnell. Da, goldene Kugel. Hat er erst kriegen lassen? Oh nein, jetzt kommen sie rein. Gib ihm. Brenne, du Hund. Sind sie schon drinne? Ich habe ein richtiges Problem. Goldene Kugel, jetzt. Meine Güte. Bleib doch mal draußen, wenn ich die goldene Kugel habe. Oh, die sind hier oben. Flop. Ich brauche
Droni, Droni ist schon da. Deckung, goldene Kugel kriegen lassen. Nee, er hat sie auch diesmal vorher gekriegt. Also geht das auch in der Ladephase. War vielleicht nur ein doofer Zufall, dass wir das letzte Mal nicht die goldene Kugel bekommen haben. Muss jetzt erstmal hier tief eintauchen in das Thema goldene Kugel. Scheint wirklich ein echt nices Event zu sein. Macht auf jeden Fall Fun auf Fahren!